Hallo und herzlich willkommen zu Stardew Valley. Einem Farm-Let's Play, sag ich jetzt mal, bei dem wir uns darum kümmern werden, unsere eigene Farm aufzubauen und zu bewirtschaften. Ich kenne dieses Spiel nicht wirklich. Ich habe nur schon ein bisschen was von gehört. Gesehen, Let's Plays-mäßig habe ich dazu nicht. Ich weiß allerdings, dass der Aufbau ein wenig an Harvest Moon erinnert, wenn nicht sogar ähnlich. Sehr ähnlich ist. Und daher mal ein ganz großes Dankeschön an Lompi oder LOM Pick Hunter, der mir das ermöglicht, dass ich dieses Spiel überhaupt erst Let's Playen kann, beziehungsweise aufnehmen lassen kann oder werden kann. Und ich sage auch von vornherein auch, sollte mal irgendwie eine Zeit kommen, wo ich es nicht aufnehme, okay. Ich werde aber versuchen, soweit es geht, das zu Let's Playen. Falls mich schon wieder irgendwie die chronische Unlust überfällt. Aber ich werde mit Lompi noch einen Plan erstellen, wie wir wann was mal machen. Dass wir ungefähr so einen Dreh drin haben. Damit wir so einen geplanten Streaming-Tag, Alltag haben werden. Und ja, auf jeden Fall gehöre ich jetzt auch zu der Loman Grace-Gruppe. Ich habe mich mit Lompi ein bisschen abgesprochen darüber. Ich werde jetzt auch viele Videos auf seinen Kanal hochladen. Gleichzeitig schon mal als Ersatz bei mir. Je nachdem werde ich vielleicht auch sogar bei mir hochladen und da verlinken. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Let's Play wird euch gefallen zu Stardew Valley. Ich kenne mich da komplett null mit aus. Es ist komplett blind und würde dann sagen, wir starten dann erstmal mit, indem wir unseren Charakter erstellen. Natürlich werde ich unseren Charakter Bloody Knight nennen und unseren Hof werde ich tatsächlich Lon. Ne, Moment. London Farm nennen, beziehungsweise in dem Fall London Hof. Wer natürlich Zelda kennt, weiß, was gemeint ist. Natürlich Essen und Zocken. Mein liebstes Haustier ist tatsächlich die Katze. Hunde habe ich auch nichts gegen, aber ich bin auch eher der Typ für Katzen. So, wir nehmen natürlich ein Weiblein. Nein, wir nehmen natürlich ein Männlein. Die Hautfarbe werden wir auch mal sogar grau. Das nehmen wir doch mal, das sieht doch schick aus. Die Haare werden wir natürlich. Bin ich ein hübscher Junge? So, das sieht aber auch kacke aus. Pilzkopf. Ja, nein. Nehmen wir die zersausten Haare. Die sind noch ganz in Ordnung. Das Hemd zu nehmen. Warte, wie viele Hemden haben wir eigentlich? Eieiei. Dann nehmen wir doch tatsächlich dieses Hemd hier. Accessoires. Lassen wir, glaube ich, raus. Brauche ich keine. Huch. So. Unsere Augenfarben. Unsere Augen werden die Farbe Rot haben, oder? Jo, wir sehen aus dem Zombie, aber egal. Die Haare werden wir dann so lassen. Das sieht schon ganz in Ordnung aus. Die Hose werden wir ein wenig dunkler machen. Aber in einem Blauton. Das dürfte eigentlich in Ordnung sein. Und dann würde ich tatsächlich sagen, nehmen wir uns die Standardfarm. Wir können uns aber erstmal die Farben angucken, weil ich habe ja schon ein bisschen reingeschnuppert, aber ich kenne mich nur am Anfang, ich kenne mich aber sonst nicht aus, ist komplett blind. Aber wir werden uns jetzt einfach mal die ganzen Höfe angucken und ich lese euch das dann mal vor. Der Standardhof, ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Das Flussbetthof oder der Flussbetthof. Dein Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbetten verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Dann haben wir einmal den Waldhof. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür. Klingt auch ziemlich nice. Der Bergspitzenhof. Steiniges Terrain und ein sich windender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Klingt auch perfekt. Ich weiß aber nicht, inwiefern das uns was bringen könnte, weil ich mich mit dem Spiel null auskenne. Ich nicht weiß,
was mit Mineralien alles noch gemacht werden kann, aber das werden wir dann später erfahren. Dann gibt es noch den Wildnishof, eine Menge gutes Land hier, aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Nun, ich glaube, die Monster brauche ich nicht wirklich, deswegen werden wir uns den Standardhof nehmen. Weil ich auch davon ausgehe, dass jeder seinen erhöhten Schwierigkeitsgrad haben wird. Und als Anfänger sollte man sich dann doch schon das Einfachste aussuchen. Außer man hat ein wenig Erfahrung damit, aber da meine Erfahrung in dem Bereich ein 0 gleich 0 ist, nehmen wir die Standardfarm. So, dann wollen wir auf einmal starten. Guck mal, da schläft einer. Einen sternenklaren Himmel. Und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Ich bin mir ganz sicher, dass er redet. Ganz sicher. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Kann mir mal einer sagen, warum der da auf einmal über den Kamin eine Machete hängen hat? Ich hör mit zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich vor der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Das behauptest auch nur du. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Naja, ich glaube, in der heutigen Zeit da in einem Geschäft zu arbeiten, ist wesentlich einfacher als auf der Farm. X Jahre später. Die Yaya Corporation. Da sehen wir die hart arbeitenden Menschen. Der eine sieht aus wie Mario, aber egal. Die andere kam gerade aus dem Fitnessstudio. Der andere ist wohl am Schlafen oder zerstört. Da haben wir einen Cowboy, der die Zunge rausstreckt. Was für ein schlimmer Finger. Ein Kaffee-Junkie. Und selbstverständlich der Zombie. Ach, das sind ja wir. Oh, ja. Oh, ich muss kacken. Oh, es drückt. Oh, es drückt. Oh. Okay. Während wir uns gerade in unseren Schrank mal begutachten, was wir denn da drin haben, habe ich mir einfach voll kräftig in die Hose geschissen. Lieber Bloody Knight, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer, langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was in meinem Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich hingehöre. Ich habe den Vertrag zu jenem Ort beigelegt, mein ganzer Stolz, die Lon Lon Farm. Er liegt im Sternentautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir wirklich sicher, du wirst den Familiennamen aller ehren, mein Junge. Viel Glück in liebe Opa. PS, wenn du es noch lebst, sag dem alten Kerl Hallo von mir, ja? Alles klar, Oppi, marisch. Damit beginnt unsere Reise zur London Farm. Die Reise als Bauarbeiter, als Bauer. Wie im Himmel, so auf Erden. Das hat jetzt keiner gehört. Aber eine schöne Landschaft, muss man sagen. Sternentautal in 0,8 Kilometer erreicht. Da ging der Bus auf. Da hat wohl gerade einer kräftig geschissen. Hallo, du musst Bloody Knight sein. Und wer bist du, hübsche Dame? Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Lewis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein, wenig für deine Ankunft auf. Der Hof ist dort drüben, folge mir einfach. Please hold your line. Ach du Scheiße, was ist denn mit dem Hof passiert? Das mache ich aber nicht sauber. Das ist die London Farm, dein Hof. Muss ich das wirklich sauber machen? Was ist denn das für ein Kack? Was ist los? Klar, es ist ein wenig verwildert. Verwildert? Madame, achte doch mal bitte in deiner Umgebung ein bisschen auf den Boden.
Schau dich ein bisschen um und du wirst sehen, es ist mehr als nur ein wenig verwildert. Aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Ich habe gehört, guter Stoff. Guter, wirklich alles gut? Ja. Mit ein wenig Fleiß hast du hier im Nu Ordnung geschaffen. Ja, mit ein wenig Fleiß, das bedarf aber ein bisschen mehr als wenig Fleiß. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Sieht ein bisschen schäbig aus, finden Sie nicht? Ah, unser Neuankömmling. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Willkommen, ich bin Louis. Ah, der alte Knacker, dem ich da noch hallo, viele Grüße bestellen soll. Bürgermeister der Stadt, Pelikan. Jetzt kriegen Städte allerdings neuerdings auch einen Namen von einem Füller. Really? Aber okay. Jeder hat schon nach dir gefragt. Wer ist jeder und warum? Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Ja, vor allem, weil jeder was von mir will. Warum auch immer. So begehrt kann ich ja gar nicht sein. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr... nennen wir es einfach mal rustikal. Ja, yeah, ich glaube, das würde ich am wenigsten nennen. Rustikal. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Was? Wie unhöflich! Ja, alter Mann, aber ich glaube, in dem Punkt passt das wirklich besser. Hör nicht auf sie, Bladine. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Herr Louis, falls Sie es noch nicht wissen, aber ich habe noch einen schicken Vertrag mit ihr unterschrieben und er besagt so einiges. Das ist ein guter Tausch. Aber, jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Ja, das könnte sein. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Oh, nee, bitte nicht. Das wissen sie sicher zu schätzen. Ja, auch wenn die das zu schätzen wissen, ich nicht. Dann muss ich sie mit den mich befreunden, wirklich? Oh, fast hätte ich es noch vergessen. Falls du immer zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box hier hinein. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Nun, viel Glück. Nun, welche Box? Ich gehe mal von dieser Box aus. Warte, Robin, warte auf mich. Ja, zum Ende sage ich leise Scheiße. Es speichert. Dein Fortschritt wird gespeichert. Bewegen und überprüfen. Gucken wir uns doch einfach mal hier ein bisschen um. Ich kann hier anstatt meine dekorative Schale mitnehmen. Die tun wir dann wieder hier hin. Hier kann man auch was machen. Oh. Ich bin Magic Mike, es werde Feuer. Haha. Ja. Dann können wir uns die Pferde angucken. Das gucken wir uns aber später an, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Pastinaken und neuer Hofbucheintrag. Du hast 15 Damen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern, Bürgermeister Louis. Das finde ich aber sehr nett von dem Bürgermeister. Sag hallo, es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohnern zu begrüßen. 2 von 28 Leute begrüßt. Jetzt ist doch mal schön. Erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Gut, das ist dann schon mal gut zu wissen. Wir haben jetzt auch den ersten Montag des Jahres. Es ist 6.40 Uhr, es ist gerade früher Morgen und wir haben 500 Gold im Inventar. Da ich ja netterweise weiß, dass man mit Escape das Menü aufrufen kann, was eigentlich bei fast jedem Spiel so ist, können wir uns ein bisschen hier umschauen, denn einmal haben wir hier ein Inventar. Anscheinend kann ich mich noch mit Erstes Bars ausschmücken. Unsere London Farm, aktuelle Geldmittel sind 500 Gold und Gesamteinnahmen haben wir keine. Was auch klar ist, weil wir noch gerade erst anfangen. Fähigkeiten. Ein Hofarbeit gleich 0. Minenarbeiter gleich 0. Sammeln gleich 0. Fischen auch gleich 0. Und die Kampfkraft gleich 0. Wir sind unterdurchschnittlich schwach. Und die Geldbörse ist leer wie sonst was. Es ist so leer, dass selbst die Fledermäuse herausschwirren. Soziales. Hier können wir uns ein bisschen, wenn ich das richtig sehe, wie bei Harvest Moon angucken. Hier kann man anscheinend Geschenke bekommen und so einiges anderes auch. Interessant. Wer ist denn diese schöne Dame hier?
Okay. Dann haben wir hier noch einmal die Karte. Die ist auch schön gestaltet. Natürlich, wenn ich auch draufbleiben würde. Hier oben ist eine Eisenbahn, aber warum? Aber eine sehr schöne gestaltete Karte. Bin mal gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Dann haben wir hier ein Herstellungsmenü. Wir können Kisten erstellen. Ah, cool. Fackeln. Holzpfad. Schotterpfad. Pflastersteinpfad. Lagerfeuer. Interessant. Kann man noch mehr lernen? Also noch mehr bauen später? Würde mich mal interessieren. Dann haben wir noch eine Sammlung an Saat. Fische, Artefakte, Mineralien, Kochen und Erfolg. Kochen? Tatsächlich. Und Erfolge. Scheint auf jeden Fall einiges noch auf uns zuzukommen. Dann haben wir noch Optionen und Spiel verlassen, aber das wollen wir ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch erstmal hier den Briefkasten an. Du hast keine Briefe. Och, ich bin nicht so begehrt, wie ich dachte. Alles klar. Ach, dann gehen wir doch mal weiter und begrüßen jetzt mal die ganzen Einwohner der Stadt Pelikan. Bushaltestelle Pelikan. Aber stopp, wir machen vorher einen Abstecher zum Bushalter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was wir übersehen haben. Okay, hier kann man nichts machen. Hier ist ein Ticketautomat. Der Bus Richtung Kaliko-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Wir können anscheinend auch eine Wüste betreten. Das wird dann wahrscheinlich die da oben sein. Okay. Ich laufe um die Wette. Und damit sind wir jetzt in der Stadt, in der schönen Stadt Pelikan. Jetzt werden wir auch erstmal ein paar Leute anquatschen. Für den ersten Part, wenn wir ein bisschen die Stadt kennenlernen. Oh, sind wir denn da? Ich kenne dich nicht, warum redest du mit mir? Ja, es ist ja ungehobelt, aber okay, dann weiß ich schon mal, mit wem ich nicht zu reden brauche. Es ist verschlossen, geöffnet erst ab 9 Uhr bis 20 Uhr. Es ist wirklich sehr wie. Es ist wirklich so aufgebaut wie Harvest Moon. Harvest Moon konnte man auch erst ab einer bestimmten Uhrzeit die Gebäude betreten. Ist das Dadurop Saloon? Auch ab 9 Uhr? Ne, ab 12 Uhr. Wen haben wir denn hier Schönes? Hi! Ja, auch hallo auch. Oh, wolltest du etwas? Nicht sehr sprech. Oh, hallo du. Ich bin Gas, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternenfall. Okay, ja doch, könnte passen. Schau vorbei, wenn du eine Erfrischung brauchst. Ich habe immer heißen Kaffee und kaltes Bier bereit. Sind wir denn überhaupt schon so alt, dass wir Bier trinken dürfen? Das würde mich mal interessieren. Mal mein Hund. Nicht sehr aufgeräumt hier. Wenn hier noch ein Reifen rumliegt, so ein bisschen Futter. Oh, wen haben wir denn hier? Oh hey, du bist also der neue Typ. Cool. Scheint nicht so begeistert. Man sieht sich. Na, sehr. Na, okay. Huch, da muss ich versehentlich mal gehauen. Ah, hallo. Und willkommen in unseren kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Glauben Sie mir, ich will es aber nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein gut sortierter Kühlschrank. Wow. Hier haben wir den Opa. Opa, sag mal, warum hast du denn dein Fernseher so weit unten? Du weißt, dass das da. Ich meine, Kabel ist lang genug, aber trotzdem, was soll der Kack? Es ist nervig, all diese neuen Leute kennenzulernen zu müssen. Nicht? Ja. Mein Name ist übrigens George und jetzt zisch ab. Ja. Du bist nicht gut genug mit Alex befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Okay. Ich sehe schon, ich muss auch mit den Leuten befreundet sein. Sieht nicht so berauschend aus, aber okay. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Kalender. Wir haben den ersten Montag des Jahres 1. Am 7. ist Louis Geburtstag, am 10. Vinzenz Geburtstag, am 13. haben wir ein Eierfest. Dann hat Haley am 14. Geburtstag, am 18. Pams Geburtstag, am 20. ist Shanes Geburtstag, am 24. ist ein Blumentanz, Pias Geburtstag ist am 26. und am 27. ist Emilys Geburtstag. Da wir allerdings Frühling haben, gehe ich auch mal davon aus, dass wir gerade März haben.
März, April? Oh, was haben wir denn hier? Kann ich nicht anklicken. Okay. Oh boy. Ich will mit Ihnen reden. Hallo. Der möchte nicht mit mir reden. Sehr ungehobelt, der Herr. Hier kann man rein. Hier natürlich nicht. Ach ja, nebenbei. Während wir uns hier mal ein bisschen umgucken, werden die Parts, schätze ich mal, auf 20 Minuten aus sein. 15 bis 20 Minuten, damit wir auch ein bisschen was von haben, weil, wenn ich mir das so vorstellen kann wie Harvest Moon, dann wird das schon ziemlich groß sein. Ach, der eine dicke Knollennase, Junge, Junge. Oh, wir haben denn hier hübsches. Ach, das ist die hübsche Dame. Oh, stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. Irgendwie schade, diese überwucherten Felder zu erkunden, hat mir viel Spaß gemacht. Und wie heißt du? Kannst du mir das vielleicht zufälligerweise sagen? Hey, du bist Bloody Knight, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Ein wenig Landwirtschaft könnte unsere Wirtschaft etwas ankurbeln. Ja, das sollte auch der Sinn dieser ehrbaren Arbeit sein. Ah, Bürgermeister Louis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Hallo Mani. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielleicht haben wir was Interessantes wie Kühe und Küken. Wenn es so ist wie Harvest Moon. Hier werde ich wahrscheinlich nicht rein können. Okay, geht leider nicht. Kann ich hier rein? Nö. Haben wir denn hier noch irgendwas? Hier haben wir anscheinend eine Kirche. Ein Altar. Da ich aber nicht so gläubig bin, gehe ich doch mal wieder direkt raus. Was haben wir hier? Oh, ist noch jemand. Hallo, du musst Bloody Knight sein, unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Hallo Caroline. Mein Mann und ich führen den Gemischtwarenladen hier. Und hast du meine Tochter Abigail getroffen? Sie ist sehr blass mit violetten Haaren. Ach, dann wird das die Dame sein, die sich nicht vorstellen kann. Die nette Dame, aber okay. Hallo Abigail. Bist nicht sehr gesprächig, wa? Aber hübsch bist du. Aber hübsch. Gut. Wen haben wir hier? Da haben wir die... Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Und wer bist du? Du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Ja. Halt, warten Sie. Hoffentlich sagen sie mir auch ihren Namen oder auch nicht. Also man muss ja schon sagen, das sind einige ungehobelte Menschen, die hier leben. Verraten noch nicht mal ihren Namen. Und wir sollen uns vorstellen? Really? Na komm, verzieh dich mal. Ich muss hier durch. Wen haben wir denn hier? Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. Ja, gut. Falls du noch irgendeine Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in die Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Und wer bist du? Kann ich hier durch? Nö. Das wird dann wahrscheinlich Haley sein. Und verzeiht, dass meine Schwester ab und zu mal dazwischen redet. Aber sowas passiert halt mal, wenn man Geschwister hat. Gut, hier kann ich auch nicht rein. Das ist dann Emilys Zimmer. Oh, hier haben wir noch ein Buch. Super Fashion Girl Magazine. Ja, definitiv Abstand halten. Vor allen Dingen für einen exquisiten Mann wie mir, wie man sieht. Ich meine, guckt ihr euch doch mal meine Blässe an. Meine feuerroten Augen, mein dunkles Haar. Ich bin ein durch und durch Topmodel. Oh, was haben wir denn hier? Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich bin blass, ich weiß. Und ich habe feuerrote Augen, ich weiß auch. Ja, ist okay, mein Gott. Aber das ist okay, ich bin Jody. Hallo Jody. Hey, hör auf damit, ist ja eklig. Was denn? Das hier ist ein kleines Städtchen, also ist es immer sehr aufregend, wenn jemand Neues einzieht. Einen Bauer hier zu haben, könnte einige Sachen ändern. Willst du mir jetzt irgendwie sagen, ich soll für dich arbeiten? Willst du das wirklich sagen? Ist das dein Ernst? Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Hallo Vincent. Mann, bist du jung. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Ja, du siehst auch recht in Ordnung aus, auch wenn du mal ein bisschen merkwürdig bist, aber okay. Hat deine Mama aber nicht so ganz unrecht. Mit mir würde ich aber auch nicht reden wollen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mit ihnen reden? Nö. Mit ihnen? Nö. Sehr, was haben wir denn da?
Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Ich bin für die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und jegliche medizinische Versorgung aller Bewohner Pelikans verantwortlich. Es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Das glaube ich. Ich hoffe, du findest deine eigene Arbeit bald ebenso erfüllend. Yeah, und warum sonst wenn nicht? Oh, wir haben schon 17 von 28 Leute. Das ist schon interessant. Dann würde ich aber sagen, wir machen... Na ne, wir gucken, dass wir alle in diesem Part noch bequatscht bekommen. Schmetterlinge fliegen umher. Ist das nicht eine schöne Landschaft? Hier haben wir eine Schaukel, eine Rutsche. Da steppt das Pferd. Ich muss mich mal kurz erleichtern. Hat keiner gesehen, hat keiner gehört. Alles legit. Was haben wir denn hier? Pelikan Town. Es ist verschlossen. Yeah. Und warum ist es verschlossen? Kann ich hier rein eigentlich? Oh, ja, kann ich. Ja. Ich schnitzel hier mal das ganze Gras weg und was kommt? Nichts. Ich fühle mich gemobbt. Hey, was ist denn da? Hallo. Okay. Das ist Piepmatz. Das scheint wohl eine alte. Ja. Alte Kirsche zu sein oder sowas. So, was haben wir hier noch? Kann man sich hinsetzen eigentlich? Nö, kann man nicht. Wäre zu schön gewesen für diese recht kleine, angenehme Animation. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, hier ist noch ein Haus. Was haben wir denn hier? Ah, die Robin. Hallo Robin. Hast du jeden in der Stadt schon getroffen? Das klingt anstrengend. Ja, es ist auch ziemlich anstrengend, jeden zu finden. Vor allem, wenn man nicht weiß, wer ist. Weil sich die netten Damen und Herren nicht vorstellen. Aber gut. Wen haben wir hier unten? Oder was haben wir hier unten? Okay, da komme ich anscheinend nicht rein. Wir versuchen es ja gar nicht erst. Weil wir wahrscheinlich eh derselbe Text stehen, dass ich erstmal mit denen befreundet sein muss. Alles klar, hier kamen wir noch nach rechts. Was haben wir hier? Hallo. Was haben wir denn hier? Ach, das ist eine Waschbärenstatue. Okay. Wir haben da die Jungs gefunden. Jemand Fremdes, hallo. Lass dich von mir nicht stören, ich lebe alleine hier draußen. Yeah, und warum, wenn ich fragen darf? Sind sie nicht in der Lage, sich an die Gesellschaft rein zu integrieren? Eisenbahn, ja gut, ist ja schön, dass da oben die Eisenbahn ist, aber ich komme hier, wie man sieht, nicht hoch. Was haben wir denn hier noch Schönes? Huch, was haben wir denn da? Lauch! Wir haben Lauch gefunden. Oh. Tschakka. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Holz nehme ich auch mit. Hier kann man scheinbar nichts machen. Okay. Merkwürdig. Ich denke mal, da kommt noch irgendwas. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal hier mal wieder weg, weil. Wir sind sogar auf unserer Farm. Oh. Ups. Wir sind auf unserer Farm. Ich dachte gerade, hä? Okay. Ja. Da wird das wahrscheinlich ein Lagerhaus sein, beziehungsweise später für Nutztiere wahrscheinlich irgendwie sowas. Es neigt sich auch so langsam den Abend zu. Ich glaube, wir gehen tatsächlich mal zu unserer Hütte. Weil wir werden jetzt, glaube ich, keinen mehr wirklich mitsprechen können. Darum würde ich sagen, beenden wir jetzt auch unseren Part. Indem ich jetzt erstmal nach Hause gehe und mich mal hinschnaggel. Nachdem ich mein Haus gefunden habe. Da haben wir noch jemand. Oh, bist du nicht gerade hergezogen? Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen.
Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Ja, das glaube ich, weil man halt neue Leute kennenlernt, zufälligerweise. Und diese Menschen auch mal recht anders sein könnten. Hier haben wir den Brunnen. Anscheinend bin ich jetzt zu weit oben. Hoppidi hoppidi hopp hopp hopp. Hoppidi hoppidi hopp hopp hopp. So. Karotten. Why not? Gut, dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt mal ins Bettchen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute, für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden uns selbstverständlich dann im nächsten Part wiedersehen. Bis dann.